Hallo meine Lieben, danke fürs Einschalten schon mal und willkommen zu meiner Analyse des Spiels Arc Age zum aktuellen Stand, sprich Closed Beta Test 2 der europäischen Version. Ich werde jetzt mal ein bisschen das Free-to-Play-System unter die Lupe nehmen, das jetzt derzeit im Spiel ist. Sprich, ja, was für Features sind drin und was für Nachteile habe ich als Free-to-Play-Spieler im Gegensatz zu den VIPs, die in dem Spiel eben den Patronenstatus haben, also die heißen da Patronen. Oder Patrone, wie auch immer die Mehrzahl ist. Patronen. So. Ich würde sagen, womit fangen wir an? Vielleicht kurz mit der Begriffserklärung. Sprich, denn viele benutzen immer so die Wörter Free-to-Play, Play-to-Win, Play-to-Win, Pay-to-Win. Meine ich natürlich. Und wissen gar nicht irgendwie so, habe ich das Gefühl, was das für Begriffe sind oder wofür sie diese benutzen. Denn Pay to Win ist ja eigentlich, wenn ein Käufer Vorteile erwirbt, die ein Free-to-Play-Spieler niemals erreichen kann. Auch nicht irgendwie mit der doppelten Spielzahl. Also Beispiel, wenn irgendwie irgendein Endgame-Content, also sich eine End die beste Rüstung, die es gibt, in einem Spiel nur käuflich erwerblich wäre und die beste Rüstung, die ein Free-to-Play-Spieler erreichen kann, eben nicht so gut ist wie diese. Denn dadurch hast du halt Nachteile, weil der Käufer eben besser ist als eben ein Spieler, der es kostenlos spielt. Und das ist eben Pay-to-Win, weil du bezahlst, um besser zu sein, beziehungsweise der Beste. Du kannst es niemals, auch nicht, wenn du eben die doppelte Spielzeit oder wie auch immer investierst, kannst du ihn niemals einholen, weil er eben Geld ausgegeben hat. Das ist Pay to Win. Ja, also wenn er was hat, was andere nicht erreichen können, ja, auch nicht mit mehr Zeit. Und viele denken halt irgendwie auch, dass es nur diese zwei Arten gibt. Also wenn es nicht Free to Play ist, ist es direkt Pay to Win. Oder wenn es nicht Pay to Win ist, muss es Free to Play sein. Aber das ist ja eigentlich nicht so. Es gibt eben auch noch ein Zwischenbereich, ja. Aber darauf kommen wir später zurück. Also, was erwarte ich persönlich von einem Free-to-Play-Spiel? Eigentlich ganz einfach, dass das gesamte Spiel kostenlos spielbar ist. Ja? Eigentlich ganz einfach. Und was machen Free-to-Play-Spiele also normalerweise? Richtig, wie erwähnt, eigentlich so, sie ermöglichen es den Käufern schneller in ihrem Spiel voranzukommen, durch, was weiß ich, EP-Boost oder so ist ja eigentlich der Standard. In Free-to-Play-MMO-Spielen zum Beispiel. Zumindest. Und damit bin ich auch einverstanden. Ja, also es stört mich nicht, was weiß ich, wenn jetzt Leute, die mehr Geld ausgeben, weil sie weniger Zeit haben, einfach schneller an EP kommen und so, oder schneller vorankommen im Spiel. Solange du halt alles schaffst, wenn du halt, ne, mehr Zeit investierst, ist ja kein Problem. Mehr Geld und mehr Items ist jetzt vielleicht so die Waage, so die Grauzone, ja. Also es kommt natürlich mit schnellerem Fortschritt, ne. Wenn die halt schneller voranschreiten können, haben die natürlich auch mehr Geld und mehr Items. Ja, daher kann man sich darüber streiten, kann man aber auch noch hinwegsehen, so, ja. Denn du kommst ja trotzdem noch an Geld. Du brauchst halt nur vielleicht etwas mehr oder musst mehr im Auktionshaus handeln oder so. Und jetzt irgendwie in Arc Age selbst gesprochen, sehe ich halt also sowas wie Restriktionen ein, dass ich vielleicht nur 10 Pflanzen auf einer Public Farm haben kann. Dann brauche ich nur halt nur länger, ja. Was ich dagegen irgendwie nicht einsehe, ist halt der Fakt, dass ich nicht mal alle Arten von Pflanzen in den öffentlichen Farmen pflanzen kann. Sondern das heißt dann nämlich irgendwie, dass ich halt nur 6 Arten von Pflanzen dort anpflanzen kann. Aber darauf kommen wir gleich zu sprechen, denke ich mal. Ich fange jetzt einfach mal an, so Schritt für Schritt irgendwie die Systeme des Spiels zu analysieren. Und dann sage ich halt irgendwie, was für Vor- oder Nachteile man hat, ja. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem Farming, ja. Also Punkt 1, man kann halt als Free-to-Play-Spieler schon mal keine eigenen Farmen besitzen, ja. Was bedeutet das? Ja, also es gibt halt öffentliche Farmen, wie ich schon erwähnt habe, in den Dörfern, aber auf denen kann man halt jeweils nur ein paar bestimmte Pflanzen anpflanzen und die stehen halt auf dem Schild davor. Und bei meinem Beispiel jetzt wären das halt irgendwie nur Potatoes, Cucumbers, Carrots, Onions, Barley, Rice und Chickens. Also Chickens kannst du da halt auch noch züchten. Sprich, ich kann nicht mal
alle Sachen, die ich, was weiß ich, für ein Trade Package oder so brauche, dort anpflanzen, ne? Und Nachteil 2 ist halt auch, auf diesen Public Feldern kannst du erstens auch nur 10 Items pflanzen. Und die sind auch nur 24 Stunden lang protected. Ja, also selbst auf diesen Farmen, die dir gestellt werden, kannst du erstens schon mal nicht mal alle Pflanzenarten pflanzen. Kannst nur 10 Stück pflanzen und die sind auch nur 24 Stunden lang protected, ja. Also selbst hier wird man gezwungen, jeden Tag ins Spiel zu schauen. Aber ein Großteil der Spieler wird halt wahrscheinlich nicht mal jeden Tag spielen. Denn die Core-Gamer sind halt nicht immer die größte Gruppe eines MMOs, sondern eigentlich immer nur die lautesten, ja, weil die halt, die sind ja, die auch in den Foren und so rumlungern. Aber es sind nicht unbedingt immer die größte Gruppe, die das Spiel spielt. Und Casual Gamer werden dadurch halt extrem benachteiligt sein und extrem frustriert, wenn halt jedes Mal, wenn sie einloggen, all ihre Sachen weg sind, weil die von irgendwem rausgerissen wurden, ja. Jetzt werden die VIPs hier natürlich rufen irgendwie, ja, aber es gibt doch einen Weg. Ja, denn man kann halt alle Pflanzen überall in der Welt anpflanzen, wo man Platz findet, ja. Also überall draußen, außerhalb von Städten und außerhalb von diesen bestimmten Farming-Gebieten. Problem, deine Sachen brauchen ja Stunden, bis sie gewachsen sind, ja, nachdem du sie eingepflanzt hast. Und das würde heißen, du müsstest sie im PvP beschützen, damit sie keiner rausreißt. Aber willst du irgendwie 5 Stunden lang vor deiner Pflanze verbringen, nur weil du Free-to-Play-Spieler bist? Man hat ja auch sonst nichts mit seiner Zeit anzufangen, ne? Jeder Spieler kann halt zumindest einfach an deine Pflanzen rangehen und sie rausreißen. Davon haben sie jetzt zwar wahrscheinlich nichts, aber sie können halt deine Pflanzen vernichten. Oder, wenn die Pflanzen halt schon gewachsen sind, können sie die halt ernten. Ich glaube, fürs Ernten kriegen sie sogar nicht mal Kriminalitätspunkte. Bin mir aber nicht sicher. Fürs Rausreißen, wenn es jemand meldet, also dann bleibt halt so ein Fußspur dort, die kann halt jeder reporten. Da kriegen sie halt Kriminalitätspunkte. Ich glaube, fürs Pflücken sogar nicht mal, wenn ich das richtig gesehen habe. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Wie gesagt, die Beta war halt recht kurz. Ich konnte mir jetzt auch nicht alles anschauen. Und das bietet halt super Potenzial für Trolle, ne? Aber definitiv nicht irgendwie für ein gutes Free-to-Play-Konzept. Auch wenn die jetzt, die Griefer, die das rausreißen wollen, natürlich trotzdem ihr Labor zahlen müssen. Aber sie müssten halt nicht die Wartezeit oder so abwarten, wenn sie jetzt halt selber eine Pflanze neu legen würden. Die können einfach irgendwo rumlaufen und sehen, als, oh, guck mal, da ist ja gerade eins fertig. Reiße ich mir doch einfach raus. Und das ist halt schwer für Casual-Spieler, die vielleicht nur irgendwie einmal am Wochenende spielen oder was auch immer, ne? Die haben halt nicht die Zeit, alle 2 Tage ihre Pflanzen zu pflücken oder was auch immer. Jetzt kann man halt sagen, ja, gerade die können sich ja ein Abo holen oder so. Aber es macht doch eigentlich noch weniger Sinn, oder? Warum sollen halt Leute, die keine Zeit haben, das Spiel zu spielen, noch extra Geld dafür zahlen für die Zeit, die sie nicht spielen? Ergibt nicht so hundertprozentig Sinn, ne? Jetzt werden halt andere rufen, ja, aber dann gibt's doch Gilden. Die können doch ihre Farmen scheren. Es ist halt durchaus eine Möglichkeit und vermutlich bisher die einzige Hoffnung für das Spiel. Wenn sich halt spendable Gilden finden, die irgendwie ihre Farmen für ihre Gilden errichten und diese mit allen Mitgliedern teilen und diese eben auch viele Free-to-Play-Spieler einladen, dann ist okay. Wenn sie jetzt auch nicht, was weiß ich, irgendwie extreme Gebühren oder so für ihre Gildenkassen dann wollen oder wie auch immer das gehandhabt wird, muss man halt gucken. Bisher sehe ich bei den Gilden halt irgendwie die einzige Chance, das Spiel noch zu retten. Aber egal, mal weiter. Und ja, es ist halt wahrscheinlich aber auch nicht die beste Lösung, weil es wird immer Leute geben, die niemals in Gilden spielen oder das Spiel alleine spielen. Das kann man natürlich sagen, ja, es ist ein MMO, sie sind selber schuld, wenn sie alleine spielen. Da würde ich aus Entwicklersicht nicht so sehen. Denn das ist auch eine Zielgruppe und das sind auch immer nicht zu unterschätzen, die Anzahl, die eben nur alleine spielen. Aber naja. Der Grund, warum sie das so handhaben, ist halt laut den Entwicklern, dass nicht genug Platz in der Welt ist, ne? Weil Free-to-Play-Spieler einfach mit mehreren Accounts irgendwie ganze Gebiete reservieren oder blocken könnten. Ne? Kann man verstehen, aber sie können sich halt auch andere Sachen einfallen lassen, um das zu umgehen, ne? Zum Beispiel, also ich, wenn man die Plätze, an denen die Public Farms sind, einfach instanzieren würde für Free-to-Play-Spieler, ja. So dass jeder Free-to-Play-Spieler eine Farm erhält, die meinetwegen an der Position ist, meinetwegen auch extrem klein ist. Und die halt aber für jeden Spieler dort an dieser Stelle wäre, wo eben gerade die Public Farms sind, so dass sie dann
entweder gefaced werden oder per Ladezeit in ihre eigene instanzierte Farm geportet werden oder so. Das wäre ja an sich kein Problem, das würde das Platzproblem lösen und es wäre ja auch nur für die Free-to-Play-Spieler, ja. Die anderen können meinetwegen trotzdem draußen bauen, die ihre Werke und ihre Häuser und alles ihren Spielern präsentieren. Das wäre halt eine Lösung von vielen, ne? Vor allem das Lustigste ist ja dann immer, die Leute, die in den Chats und den Foren immer direkt dagegen flamen und alle niedermachen, die was gegen das Spiel sagen, ja? Warum sind das dann immer die Leute, die direkt als Free-to-Play ins Spiel eingestiegen sind, weil sie ihre Founder-Packs da gekauft haben und daher niemals erlebt haben, wie es ist, als Free-to-Play-Spieler das Spiel zu spielen, ne? Ich fand auch den Vorschlag eines Spielers halt im Ingame-Chat ganz gut, der halt meinte, mal eine Closed-Beta-Phase, das ist ja immer nur so 4 Tage oder 5 Tage, einfach mal ohne VIP-Status zu starten, ja, dass eben jeder mal das Spiel aus Sicht des Free-to-Play-Spielers sieht, sowohl die VIPs als auch eben mal die Entwickler, damit die eben sehen, wo ihre Probleme in dem Spiel liegen, ja, und dass die VIP-Spieler eben mal ihre Argumentationen verstehen. Und ja, die VIPs haben sich natürlich direkt dagegen gewehrt und gesagt, ja, ich bezahle doch nicht meinen VIP-Status, um als Free-to-Play-Spieler spielen zu müssen, obwohl es natürlich noch Beta ist, ja. Ich kann verstehen, wenn sie sich beschweren würden im Release, denn wir zahlen dafür für Release eigentlich, ja. Beta-Test ist ja zum Testen. Aber naja, Hauptsache man kann auf Leuten rumhacken, ne? Egal, ich würde sagen, zum nächsten Punkt gehen wir mal über, nämlich den Labor Points, ja. Wofür braucht man alles Labor und wie viel erhalte ich? Also brauchen tut man das Labor, das ist halt so, ja, eine Art Währung, könnte man sozusagen sagen. Man braucht es halt eigentlich für alles, was du in der Welt machen willst, ja. Du brauchst es zum Looten, du brauchst es zum Craften, du brauchst es zum Sammeln, zum Anpflanzen und zum Verarbeiten. Also man erhält halt bisher als Free-to-Play-Spieler immer 5 Labor alle 5 Minuten, die man online ist. Verbrauchen tut man, so Pi mal Daumen 10 zum Sammeln von den meisten Gegenständen, also was ich von Erzen, Bäumen und so, braucht man ungefähr mal 10 Labor für jedes Ding, was man abbauen will. 5 Labor für so einfache Verarbeitungen wie irgendwie Barren schmieden, also aus Erzen Barren machen. 5 Labor zum Anpflanzen von Sachen, also wenn du, was weiß ich, irgendwo was gepflückt hast oder gekauft hast von einem Händler, kostet es ungefähr meistens, ich glaube immer, 5 Labor, um sie anzupflanzen. Und meistens irgendwie 1 Labor zum Ernten von gepflanzten Sachen von dir. Und für Trade Packages, wenn du die craften willst, kostet es derzeit, glaube ich, immer 60 Labor für ein Trade Package. Ist schon eine Menge, ne? Jetzt rechnet mal. Ja? Ihr kriegt immer 5 alle 5 Minuten. Richtig, ihr dürft also circa alle 10 Minuten mal ein Erz abbauen. Und dann aber auch nichts anderes mehr für die nächsten 10 Minuten tun, ja? Also ihr dürft dann halt auch nicht euer Loot identifizieren, was ihr vielleicht von irgendeiner Quest bekommen habt oder ihr von Gegnern gedroppt bekommen habt, ja? Es ist definitiv viel zu wenig im Spiel derzeit, ja? Es ist vielleicht jetzt nicht nur ein Problem des Free-to-Play-Models, sondern vielleicht allgemein, denn die VIPs kriegen jetzt auch noch recht wenig, würde ich sagen. Sie erhalten zwar das Doppelte, sie erhalten 10 Labor alle 5 Minuten, die sie online sind. Würde ich sagen, reicht auch nicht, aber sie erhalten eben auch alle 5 Minuten, die sie offline sind. 5 Labor alle 5 Minuten, ja. Und das heißt halt, dass sie über die Nacht schon eine Menge regenerieren. Und das ist halt doch ein enormer Vorteil, würde ich sagen. Also, keine Ahnung, 5 Labor, 5 Minuten, das heißt, kriegst 60 Labor pro Stunde, das heißt, du kriegst so 600 Labor über Nacht, wenn du etwa, sehe ich, 10 Stunden weg bist. Und 600 Labor ist schon ein ordentlicher Vorteil, als wenn du irgendwie 0 hast über die Nacht, ja, weil ein Free-to-Play-Spieler kriegt halt nur, wenn online ist. Ja, und das Argument, was dann immer alle VIPs bringen, irgendwie mit, man kann sich den VIP-Status ja mit Ingame-Gold kaufen, macht's halt auch nicht mehr zu einem Free-to-Play-Spiel. Zu einem Free-to-Play-Titel, ja. Zumindest nicht, solange es nicht irgendwie mit einem Monat normalen Spielens irgendwie möglich ist, das Gold dafür zusammenzukriegen, ja. Sprich, irgendwie mit normalen
Quest, PvP, Crafting, was weiß ich, einbezogen, dass es auch mal Gold kostet, was zu craften, ja. Wenn ich das Gold halt nur zusammenkriege, wenn ich einen kompletten Monat, jede Zeit, die ich das in das Spiel investiere, den Weg fahren muss, der mir in kürzester Zeit am meisten Gold gibt, macht es halt weder Spaß, noch macht es das zu einem Free-to-Play-Grund, ja. Und vor allem auch nicht mit diesen Labor-Restrictions, ja, denn Labor bedeutet halt eigentlich mehr Möglichkeiten, schneller an Geld zu kommen, ja. Und schnelleres Geld bedeutet natürlich auch mehr Subscription, weil du dir halt mit dem Gold diesen VIP-Status kaufen kannst, ja. Im Umkehrschluss bedeutet es natürlich halt auch, ohne diesen VIP-Status kriegst du weniger Geld und dadurch auch nicht die Möglichkeit, wieder in-game die Subscription zu kaufen, ja. Also es ist irgendwie so ein Grund, der sich eher ausschließt. Also ich weiß jetzt nicht, wie teuer das ist. Ich glaube, das ist auch noch gar nicht drin und es steht auch noch nicht fest, wie teuer dieses sein wird, ja, dass du dir diesen Patronenstatus in-game kaufen kannst. Daher will ich jetzt hier noch nicht zu viel dazu sagen, ne? Aber eben, wenn es eben nicht möglich ist, das mit einem normalen Monat Spielzeit, die ich da investiere, mit normalen Spielen, wenn es halt nicht so möglich ist, das zu kaufen, dann ist halt auch nicht wirklich ein Grund, ne? Ich weiß, dass es halt auch bei EVE Online möglich ist, aber da musst du halt auch schon. Also ich habe jetzt nicht so viel Ahnung vom Spiel gehabt, als ich das gespielt habe, aber ich musste schon irgendwie recht viel Zeit nur mit Farmen des besten Weges verbringen, damit du irgendwie irgendwann genug Gold hast für einen Monat Spielzeit. Aber naja, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Punkt, nämlich dem Housing. Eigentlich einfach gelöst, denn das gibt's nicht für Free-to-Play-Spiele. Warum? Eigentlich derselbe Grund wie beim Farming, denn es wäre kein Platz in der Welt, ne? Weil halt Spieler einfach überall ihre Häuser platzieren könnten. Und selbst wenn sie halt nur einmal spielen und ihr Haus platziert haben und danach das Spiel nie wieder anfassen, würde halt das Haus in der Welt stehen. Obwohl es so eigentlich auch nicht wirklich stimmt, weil wenn ich das richtig gesehen habe im Spiel, sowohl für Häuser und Farmen musst du, glaube ich, Miete zahlen oder Steuern zahlen. Und wenn nicht, dann verschwindet, glaube ich, irgendwann das Feld. Von daher weiß ich auch gar nicht, warum das ihr Grund ist, wenn sie halt auch sogar schon ein System dagegen haben. Und was würde halt auch hier wieder dagegen sprechen, irgendwie extra Free-to-Play-Grundstücke an Orten anzulegen, die wieder instanziert sind, oder dass man eben nur begrenzt ist auf ein Haus und eine Farm oder was auch immer. Nein, sie verbieten es halt einfach komplett. So, weiß ich halt auch nicht. Vor allem, da man eben auch manche Trade-Packs dann nicht bauen kann, da die Workstations nur im Housing gebaut werden können, ja. Du kannst zwar die Häuser von Gildenmitgliedern wieder und Freunden betreten, ne, aber es basiert dann halt wieder alles auf den Gilden. Und das halt bisher immer irgendwie alles basiert halt nur auf Gilden. Das ist der einzige Punkt, der irgendwie Free-to-Play-Spielern helfen kann noch in dem Spiel. Wenn du halt nette Gilden hast. Ich sehe bisher halt noch nicht so, dass das klappt. Aber naja, also damit haben wir halt jetzt auch das Housing kurz mal aufgegriffen. Gibt halt nicht viel zu sagen, weil kannst du nicht tun als Free-to-Play-Spiel. Kannst halt nur bei deinen Gildenmitgliedern oder Freunden, die das bezahlt haben, mal vorbeischauen. Naja. So, Auktionshaus. Du kannst Sachen kaufen, aber nicht verkaufen. Auch hier einfacher Grund wahrscheinlich, weil sie eben eine einfache Lösung gegen Goldseller haben wollten, dachten sie sich, ne? Goldseller ist halt immer das Problem bei Free-to-Play-Spielen. Und dadurch wollen sie halt verhindern, dass Goldseller einfach alles im Auktionshaus verbrutzeln können und dadurch auch die ganze Ökonomie und so mal zerstören, ne? Aber damit zerstören sie eben den Spielern auch einen der besten Wege immer, um an Gold zu kommen, ne? Und das ist halt ein Punkt. Kann man auch einfach mal Punkt sagen, ja? Denn es wird halt bei Release, glaube ich, ein Item geben im Item Shop, was sie dann verkaufen und was ihr eben dann auch das Verkaufen im Auktionshaus ermöglicht. Es wird dann, glaube ich, irgendwie einmalig ein paar Euro kosten oder so. Weiß ich noch nicht, ist, glaube ich, auch noch nicht drin. Aber das ist die beste Lösung, das weiß ich auch nicht. Kenne mich allerdings auch jetzt nicht so in der Security gegen Goldseller aus. Vielleicht ist das eine gute Lösung. Und wenn es eben auch nicht so teuer sein wird, ist vielleicht auch okay. Genau, den VIP-Status musst du natürlich monatlich bezahlen, ne? Das wird jetzt bei dem Auktionshaus, glaube ich, nicht sein. Sollte ich vielleicht auch mal erwähnen.
Wie teuer es ist, weiß man halt doch nicht, ne? Ist halt noch Beta, wird irgendwann sicherlich kommen. Ich denke, wenn es irgendwie 5 Euro kostet, kannst du es verkraften, ne? 5 Euro im Monat. Wenn es jetzt 15 Euro kostet, kommen wir später drauf zu sprechen. Bei der Werbung, beim Marketing. Naja, und ohne Auktionshaus und der geringen Labor-Regeneration hast du halt schon sehr geringen Fortschritt im Spiel, ne? Um eben an irgendwelche Dinge zu kommen, die das Spiel eben ausmachen. Denn man kommt halt schwerer an Gold und schwerer an Crafting-Materialien, die man dann halt eben für die Sachen braucht, die das Spiel ausmachen, wie eben Fahrzeuge, Schiffe, Rüstung, Crafting, halt alles das, was eben ArcheAge eigentlich besonders macht, daran kommst du gar nicht so wirklich ran, weil du eben nicht so gut an Geld kommst und vor allem nicht so gut an Labor kommst, ne? Du hast halt, bist halt doch schon sehr begrenzt als Free-to-Play-Spiel. Hast du vielleicht nur eine von beiden Restriktionen? Ist es ja eigentlich noch okay, ja. Das kannst du ja, das kann man ja einsehen dann, ne? Wenn du halt, weil du kannst es dann mit dem anderen jeweils ausgleichen. Also kannst du zum Beispiel craften, kannst du damit sicherlich Geld im Auktionshaus machen, ja. Oder andersrum, hast du genug Geld, kannst du dir das Gecraftete auch im Auktionshaus kaufen, ne? Aber dadurch, dass du eben die Labor-Begrenzung hast für das Crafting und dadurch, dass du nicht normal einfach verkaufen kannst im Auktionshaus, wird dir halt beides verwehrt, ja. Und eine Restriktion auf beiden ist halt wieder so ein Punkt gegen Free-to-Play-Spiele. Naja, egal. Wir könnten uns jetzt noch den Ingame-Shop anschauen. Da gibt es halt eigentlich so die üblichen Sachen. Okay, ein Item ist halt, ne, hier die Workers' Compensation ist halt schon recht grenzwertig, denn das gibt dir halt 1000 Labor Points. Kostet halt 300 Diamanten. Es ist hier auch wieder so gemacht, du kannst die Sachen, die du im Ingame Shop kaufst, auch im Auktionshaus für Gold wieder verkaufen. Ja, also das ist halt so eine der Maschen, wie du Geld in Gold umtauschen kannst. Ja, indem du einfach für echt Geld kaufst und im Auktionshaus für Gold verkaufst. Da kann es dann auch jeder Spieler kaufen. Also eigentlich kann auch jeder Spieler jede Gegenstände kriegen. Ich glaube, diese Worker Compensation hat jetzt in der Beta 12 Gold gekostet oder sowas. Das war eigentlich relativ billig für das, was du kriegst. Ansonsten, was haben wir sonst so? Ja, XP Boost ist eigentlich das Übliche, ne? XP Boost und dann Upgrades für die Fahrzeuge. Ja, andere Boosts hier halt für PvP und Badges. Eigentlich Boosts für alles. Für Loot gibt es ja auch Boosts. Um dich unbesiegbar zu machen, also dass ihr halt keine EP verliert, wenn ihr sterbt. Und das ist nun mal der Fall, dass du dich einfach wiederbeleben kannst, wenn du stirbst, dann verlierst du auch nicht deine EP. Aber kannst du auch direkt an der Stelle wieder aufstehen. Für mehr Plätze im Inventar. Eigentlich so das Übliche. Bis eben auf dieses Labor-Ding, was du dann aber auch eben im Auktionshaus kaufen wirst. Oder kaufen können wirst. Wenn es eben irgendwer verkauft. Ansonsten halt so kosmetische Sachen wie extra Mounts, extra Glider, extra Pferde hier, ne? Eigentlich so das Übliche, eigentlich nichts Besonderes, sonst noch Farben, Klamotten. Das ist halt so das, was normal auch im Item-Shop ist, ne? Das eigentlich Besondere ist halt wirklich diese Worker Compensation, glaube ich. Ansonsten gibt's da nicht so viel. Ich würde sagen, jetzt können wir als letztes nochmal auf eine weitere Währung zu sprechen kommen. Nämlich die, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, manchmal, in manchen Wikis heißen die Delphi Coins, in manchen heißen die aber auch Gilda Stars. Also bei mir hießen die jetzt zumindest, ich weiß nicht, ob es fraktionsbedingt ist, auf meinem hießen die zumindest Gilda Stars. Und für das erste richtige Schiff musst du halt 250 Gilda Stars bezahlen, ja. Also jetzt nicht für ein Ruderboot, sondern für ein Schiff, auf das mehrere Leute können, auf dem vielleicht Waffen sind und auf dem du, also ich glaube, 2 oder 4 Trade Packages auch lagern kannst. Also das erste richtige Schiff,
Dafür musst du halt 250 Gilda-Stars zahlen. Und man bekommt jetzt halt pro Quest, also pro Story-Quest kriegst du immer einen. Und es gibt immer eine Daily-Quest, die dir eingewährt, wenn du immer zu so einem Priester gehst. Ich habe jetzt so, was war ich für ein Level? 15 oder so. Bis dahin hatte ich jetzt, glaube ich, 20 Gilda-Stars. Sprich, ich müsste noch irgendwie 230 Stars durch Trade-Runs machen. Und da man in den meisten Fällen eben für den kürzesten Weg, den ich jetzt auch in dem Let's Play gemacht habe mit diesem Ruderboot, würde ich halt 2 Gilda-Stars kriegen für einen Trade-Run. Sprich, ich müsste irgendwie 115 Trade-Runs machen, bis ich mir so ein Rezept kaufen kann, ja. Und ein Trade-Packet kostet halt fürs Zusammenschustern 70 Labor, 60 Labor, wie war das? 60, 70. 60 habe ich ja vorhin gedacht, ne? Ich glaube, jetzt habe ich mit 70 gerechnet, aber egal. Also das würde halt heißen, ich brauche für alle Trade-Packages schon mal 8000 Labor, was ja dann auch 8000 Ingame-Minuten wären, ja. Sprich irgendwie so über 130 Stunden, die ich in-game sein müsste, damit ich eben das Labor generiere. Aber wahrscheinlich auch nicht am Stück, weil ich glaube, das Maximum war 2000. Und ich glaube, als VIP 5000, also du kannst auch nicht mal alles auf einmal stacken. Sprich, nur für die Herstellung allein schon der Trade Packs, damit ich so viel Gilda-Stars kriege. Also nicht mal für das Sammeln, Anpflanzen, Herstellen der Materialien, ja, für das Package, sondern nur für die reine Herstellung der Packages, denn die kosten halt schon immer irgendwie 5 bis 10 Labor pro Matt, wenn ich nur allein nur die Ressourcen haben möchte. Ja, die kosten halt 5 bis 10 Labor pro Matt. Ich brauche, was weiß ich, 10, 2x10 irgendwie von irgendeinem Seed oder was? Also 10 von einem Seed, 10 vom anderen Seed, damit ich irgendwas für ein Crafting Package habe oder so. Das würde ja dann, so sehe ich, 20 mal 10, 200 Labor für ein Package für die Ressourcen. Wahrscheinlich schon kosten, ja. Und demnach hockst du dann noch schon irgendwie ein, zwei Wochen an Ingame-Zeit dran, was dann aber sicherlich irgendwie ein, zwei Monate in Spielzeit für dich wären, ja. Also ein, zwei Wochen Ingame-Zeit. Du hockst ja nicht 24/7 dran, ne? Das würde sich dann wahrscheinlich sicherlich auf ein, zwei Monate verteilen als normaler Spieler, nur um so ein Schiff zu kriegen, um dann bessere Trade-Runs zu machen, um dir wieder weitere Sachen zu kaufen, ja. Das wird schon extrem lange dauern, um auch allgemein erstmal an das erste richtige Ding zu kommen, nur um dann besser traden zu können, um an weitere Gilda-Stars zu kommen, ja. Und wie gesagt, in der Rechnung oben sind halt nur die Tokens berechnet und nicht mal die Zeit für die Trades selber. Denn die Durchführung eines Trade Runs dauert halt auch schon, ne? Ich habe es halt immer geschnitten in meinen Videos, weil du halt einfach nur strikt geradeaus schwimmst oder läufst oder was auch immer, ja. Also die Trade Runs brauchen auch schon ihre Zeit, ja. Mal davon abgesehen, dass du auch erstmal 115 Trade Runs dann durchkriegen musst, ohne überfallen zu werden oder zu sterben oder was auch immer, ja. Also es war die Zeit oben von, was habe ich gesagt, über 130 Stunden für die Labor-Generation war halt auch wirklich schon nur für die Generation. Es war nicht für die Ressourcen, die du dafür brauchst. Es war nicht für die Trade-Runs, die du machen musst. Also die Zeit von Punkt A nach Punkt B. Und es war auch nicht drin berechnet, dass wenn du überfallen wirst, ja. Und demnach brauchst du schon verdammt lange, um in so ein Schiff zu kommen. Als Free-to-Play-Spieler. Das kann sich natürlich bescheuern, ja. Du kannst, vielleicht triffst du auf nette Leute oder nette Gilden, auf denen du auf deren Schiffen du mitfahren kannst oder so. Kann natürlich alles sein. Das war jetzt alles berechnet, wenn du es selber machst, ne? Dann, und das als Free-to-Play-Spieler, dann dauert das halt schon verdammt lang. Ja, ich würde sagen, jetzt habe ich soweit alle Features angeschnitten, die es, glaube ich, in dem Spiel gibt. Mir würde zumindest keiner mehr einfallen. So, jetzt habe ich natürlich das Justizsystem vorweggelassen, ne, weil ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwas bewirkt bei dem Griefing von Spielern. Ja. Weil ich habe natürlich gesagt, wenn du Sachen außen anpflanzt, kann es halt jeder rausreißen. Und es wird halt so viele Spieler geben, dass auch immer irgendwer machen. Vor allem, da von dem, was ich jetzt im Spiel gesehen habe, das Griefen, also die böse Art zu spielen, um einiges leichter ist als die legale Art zu spielen. Ne?
Ich meine, bis du so einen Traitor durch hast, bis du zum anderen Kontinent gesegelt bist, brauchst du richtig lange Zeit und richtig viele Ressourcen, ja? Und als Pirat kannst du dich einfach ans Ende hinstellen und dann tötest du den kurz bevor er da ist, klaust ihm das Ding, läufst die 10 Meter und gibst es ab. Das hat dich gar nichts gekostet. Es hat dich weder die Kosten für die Ressourcen, noch fürs Tradepack, noch für den Weg gekostet. Und solange das halt so ist, dass der illegale Weg immer einfacher ist als der legale Weg, wird es immer genug Leute geben, die das machen. Ne? Demnach glaube ich halt auch, obwohl das Justizsystem an sich ganz cool ist und du, was ich glaube, bis zu 22 Stunden ins Gefängnis gesteckt werden kannst als Strafe, weil das glaube ich nie gemacht wurde. Bei mir waren die Strafen, was weiß ich, bis 20 Minuten oder so zu reingeschmissen, wenn du irgendwo ihn gekillt hast oder so. Ist noch Beta. Muss man auch gucken, ob das System jetzt irgendwas bewirkt. Habe ich jetzt halt nicht mit einberechnet in mein Fazit hier. Aber wenn das Modell halt so bleibt, wie es ist, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass es floppen wird. Denn dieselben Fehler haben auch schon genug andere MMOs gemacht, ja. Und derzeit sehe ich halt, wie ich halt oft genug erwähnt habe, die Gilden als einzige Hilfe, die das Spiel noch rausreißen könnten. Und ich weiß halt nicht, ob das reichen wird. Wenn halt alles auch von den Gilden abhängt. Es will sich halt auch nicht jeder auf Gilden einlassen. Es hängt von den Gilden selber ab, ob es halt genug Gilden geben wird, die Free-to-Play-Spieler aufnehmen werden und so weiter, ne? Ich finde halt, dass gut so ein Buy-to-Play-Modell reinpassen würde, also wie von Guild Wars. Von dem, was ich bisher gesehen habe, müsste man halt nur irgendwie das Labor-System entfernen. Und dann wäre es eigentlich ganz gut, ne? Dann würde es schon passen. Dann wären halt vielleicht wieder die Probleme, wenn halt jeder das Spiel kauft, irgendwie Housing machen könnte, müssen sich halt was einfallen lassen, ja. Aber das ist halt, es ist halt ihr Markenzeichen, sozusagen. Das ist eins von den Systemen, die das Spiel ausmacht, von den Gameplay-Mechaniken. Da müssen sie halt sich eine Lösung dafür einfallen lassen und können das nicht einfach streichen, nur weil wir Free-to-Play-Spieler wie gesagt, es gibt genug Wege. Die können meinetwegen für Free-to-Play-Spieler eigene instanzierte Bereiche machen oder was auch immer. Auf jeden Fall sollten sich da halt irgendwas einfallen lassen. Und das zweite Problem, weshalb das Free-to-Play-System in Arc Age halt auch noch so sehr verpönt ist, ist, weil es eben damit beworben wird, ja. Wenn du halt irgendwie sagst, und das Spiel ist Free-to-Play und du kannst alles machen, ist es halt ein bisschen schwer, wenn es da nicht so ist, ne? Das ist halt nicht der Fall von dem, was ich jetzt auch hier erwähnt habe, ne? Es ist halt sehr beschränkt als Free-to-Play-Spieler. Und dadurch, dass es eben so beworben wird, sehen es halt viele als aufgezwungen, sich ein Abo zu holen, damit sie das Spiel vernünftig spielen können, ne? Es werden halt alle sagen, ja, ihr bezahlt auch Geld für andere Spiele mit Abo-Modell wie für WoW oder so. Ja, aber die haben es halt auch direkt so beworben, ne? Und da hast du nicht immer diesen bitteren Nachgeschmack. Würde man das Spiel jetzt direkt als Subscription-Spiel bewerben, würden es, glaube ich, nicht so viele Spieler so ernst nehmen. Ja? Die würden das dann wahrscheinlich bezahlen. Das ist immer dieser bittere Hintergedanke. Das ist, glaube ich, so ein bisschen Psychologie, die dahinter spielt. Wenn das Spiel als free beworben wird, wollen die Spieler das free spielen können. Und vor, egal, ob es dann genauso teuer oder sogar billiger ist, die Subscription, als jetzt bei WoW oder so, die werden immer den bitteren Beigeschmack haben, wenn sie dazu gezwungen werden, trotzdem ein Abo-Modell haben zu müssen, obwohl es Free-to-Play ist. Bewirbt man es direkt als Abo-Modell, dann sehen die Spieler das meistens gar nicht so ernst. Und das jetzige Modell ist halt echt ungerecht, finde ich, und wird halt das Spiel versauen. Und daher denke ich, dass sie da noch unbedingt was dran schrauben müssen, sonst wird man schnell nichts mehr von dem Spiel hören. Ich werde auf jeden Fall das Spiel noch im Auge behalten. Ich hoffe, die ändern was. Ich werde auch weiter in den Betas vorbeischauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen oder Zuhören. Ich hoffe, ihr gebt eure Meinung in den Kommentaren preis. Bitte sachlich halten, ja. Ihr könnt gerne eure Meinung preisgeben, aber jetzt nicht irgendwen zuflamen, der anderer Meinung ist. Das machen schon genug Leute in anderen Foren oder so. Also schreibt gerne eure Meinung zu den einzelnen Mechaniken, zum Free-to-Play-System, alles, was mit Arc Age zu tun habt. Schreibt eure Meinung unter dieses Video. Könnt auch gerne Daumen hoch, Daumen runter, je nachdem, ob es euch gefallen hat oder ob ihr meiner Meinung seid. Wie ihr wollt, das macht mir jetzt nichts. Aber ja, ich bin gespannt auf eure Diskussion, wie ihr das Spiel seht, ob es euch Spaß macht, ob ihr reingucken werdet.
und ob euch das Free-to-Play-Modell, so wie es jetzt ist, gefällt. Schreibt eben alles in eure Kommentare. Wir werden sehen. Ich werde nochmal vielleicht ein Update machen, wenn die Preise bekannt sind oder was sich aus dem Spiel geändert hat. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Reingehauen.